Er ist Gründer von Xing, kennt ihr alle, aber das ist nicht mehr seins, sondern die aktuelle, das ist wieder ein neues Startup, eine neue Firma Hack Forward, mit der er ja heute auch hier ist, als Gründer und Executive Geek. Und da gibt es ein kleines Erklärungsvideo, was wir euch als allererstes zeigen wollen, und dann haben wir eine ganze Menge Fragen. Hello. If you're like us, you love building cool stuff, pushing what's possible, breaking new ground. Imagining the future. Maybe you work a day job in Paris, but spend your nights coding a pet project. Maybe you're finishing up a PhD in London, but think your final dissertation might have legs beyond the classroom. Or maybe you've already started a little venture in Istanbul, but feel ready to take it to the next level. We'd like to invite you to Hack Forward, where Europe's most passionate developers turn their great ideas into game-changing tech startups with global impact. Why are we doing this? Well, we're all successful tech entrepreneurs ourselves, and we're building exactly the support and advice we wish we'd had back when we first started. So how do we work? You come to us through our referrer network with a clickable idea, and perhaps even the co-founder or two who helped you build it. Forget PowerPoint and pie charts. We'd rather understand why you believe the world needs it. If we agree your product shows potential, even if there's plenty yet to resolve, we'll roughly match your current salary for 1 year, so you can spend that time focused entirely on making it something great. And it doesn't matter where you're based in Europe. At most, you're 2 hours away by plane or seconds away by email. We'll make it easy for you to connect with our network of experienced tech entrepreneurs who can give input at any point along your journey as you grow and learn to manage a business. We also handle the administrative load, like salary payments, contracts and accounting, or even finding talent when you're ready to scale up. And once you've launched, we'll throw our full weight behind promoting your product as widely as possible. In exchange for money, creative and strategic advice, and administrative help, Hack Forward gets 30% equity in your startup. You keep 70%. No small print, no surprises. If you succeed, we succeed. And we intend to do everything we can to ensure you do. We also believe in rewarding those who help you most along the way. That's why we'll give you back 3% of our share of the equity, so you can use it to say thank you to whomever made the biggest impact. It could be the person who referred you in the first place, or an advisor with particularly smart advice, or even another Hack Forward startup who gave a crucial bit of feedback. Great input is great input, and you'll receive plenty of it along the way. Which also means that if you help others, you stand to get gifted equity in their startups too, and learn from what they're doing in real time. Even if your startup doesn't take off, and there will always be some that won't, a year with Hack Forward will be one of unparalleled professional learning and growth. So, what do we stand for? Put simply, Hack Forward is about momentum, about freedom to focus on your passion, and the inspiration and input you need to make the best choices along the way. So you can get to beta sooner, integrate feedback better, learn faster, and dream bigger. Because we love imagining the future too, and we'd like to help you build yours. Welcome to Hack Forward. So, jetzt wisst ihr hoffentlich alle so in etwa, was ich mache. Wer von euch kann denn programmieren? Das ist genau das, was ich schätze, ja. Ja, Lars, nochmal herzlich willkommen. Super, dass du hier bist. Erzähl doch jetzt nochmal in Deutsch kurz und knapp, was Hack Forward ist. Was ist das für ein Produkt und für eine Firma? Vielleicht starte ich einfach da, wo ich die Idee hatte. Ja. Und letztendlich geht das ein bisschen zurück auf die Zeit, die ich bei Xing am meisten genossen habe. Und das war eigentlich das Gespräch mit den Programmierern. Das ist eigentlich das Einzige, was mir wirklich nachhaltig Spaß gemacht hat. Und die Roadshow, das war auch ganz lustig. Aber jedes Mal, wenn ich zu den Programmierern gegangen bin, habe ich eigentlich gesehen, dass das die Leute sind, die wirklich geile Produkte machen. Die Technologie verstehen und dadurch Ableitungen machen, was als nächstes kommen könnte.
Und das hat mich immer völlig fasziniert. Und ich glaube, das größte Problem, was wir in Europa eigentlich haben, ist, dass dieses Technologiepotenzial nicht richtig erkannt wird. Und auch nicht richtig gefördert, will ich nicht sagen, aber nicht richtig finanziert wird. Ich glaube, in Europa ist es halt so, wenn ein BWLer oder ein MBA wird viel einfacher in Europa an Geld kommen als ein Techniker. Und vielleicht haben Techniker auch nicht so die beste Möglichkeit zu erklären, was eigentlich das Produkt ist. Und wenn man dann ein neues Produkt versucht, einem Kapitalgeber zu erklären, dann hat man immer die Situation, dass dann irgendwie gefragt wird, gibt es dafür eigentlich einen Markt? Klammer auf, gibt es da eigentlich irgendjemand anders, der damit schon Geld verdient? Und wenn ja, dann würden wir das finanzieren. Ich gehe aber heran und sage, super, da gibt es noch keinen Markt, lass uns einen Markt kreieren. Und wenn man mal ein bisschen vergleicht zu Amerika und Europa, und wenn man sich die großen Tech-Firmen in Amerika anschaut, ob es jetzt Google ist, ob es Facebook ist, Adobe, Amazon, bis hin zu Yahoo, wenn das noch jemand kennt, dann stellt man fest, dass eigentlich alle geek-driven sind. Und bei den meisten und insbesondere bei denen, die erfolgreich sind und heute noch erfolgreich sind, und daher auch das Beispiel auf Yahoo, sind es geek-driven Companies geblieben. Und ich glaube halt, dass Programmierer die Artisten des 21. Jahrhunderts sind, und die gilt es zu fördern, und das versuche ich nicht nur in Deutschland zu machen, sondern das versuche ich in ganz Europa zu machen. Und da haben wir jetzt in den letzten 18 Monaten 16 Firmen finanziert. Das heißt, wir waren nicht ganz untätig und wir sehen da wirklich richtig, richtig spannende Companies. Und da macht es mir halt Spaß, quasi diese andere Seite mitzubringen, quasi Marketing, Produkt, Strategy, Design und Kommunikation, um quasi so ein bisschen mit zum Co-Gründer zu werden und die besten Ideen eigentlich den Sprung zum nächsten Level irgendwie zu ermöglichen. Und der große Unterschied zu Hack Forward ist eigentlich, dass wir alles transparent machen und es gibt nur einen Deal. Wenn man ganz ehrlich ist, dann haben wir den gesamten Venture Capital Prozess eigentlich auf den Kopf gestellt. Also man kann sich nicht bewerben bei uns, man muss irgendwie empfohlen werden von den Leuten, die schon mit dabei sind. Dann geht es quasi zu einem Gespräch, wo wir sagen, ein Gespräch ist immer ganz nett, aber wir testen erstmal eure Fähigkeit. Das heißt, wenn wir die Idee sehen und so den ersten Absatz gelesen haben und sagen, da ist irgendwas, was spannend ist, dann schicken wir die Programmierer zu einem Codility-Test. Also so eine Testplattform für Programmierer, um zu sehen, wer wirklich gut ist. Und je nachdem, welche Scores da rauskommen, schauen wir uns eigentlich die Ideen das richtig an. Okay. Und wenn wir sehen, dass da einer nicht programmieren kann und für uns ist auch so Frontend-Entwicklung programmieren, dann machen wir den Deal nicht. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz klare und ganz spitze Ausrichtung, wo es um Geek-Talent geht. Dann kommt es meistens zu dieser langen Vertragsverhandlung, wo dann dieses Thema, was ist eigentlich bei einem Unternehmen wert, am längsten diskutiert wird. Und jeder hatte so ein bisschen die Angst und Sorge, dass er über den Tisch gezogen wird. Ich habe ja eine Millionenidee, aber das ist doch irgendwie 50 Millionen wert oder das ist irgendwie 100.000 Euro wert. Und um diesen gesamten Prozess abzukürzen, haben wir einfach gesagt, es ist ziemlich einfach bei uns, es gibt feste Bewertungen, wir nehmen immer 27% für bis zu 200.000 Euro. Und das hilft den Firmen einfach mal so das erste Jahr zu überstehen. Und wir haben halt den Glauben, dass Programmierer da am besten sind, wo sie sind. Also wir holen bloß nicht alle irgendwie zusammen und wollen dann plötzlich so einen neuen gigantischen Inkubator in Hamburg, Berlin oder sonst wo arbeiten, sondern wir glauben, dass in dieser neuen Welt, wo alles nur Sekunden oder Millisekunden voneinander entfernt ist, können die Leute, sollen die eigentlich da bleiben, wo sie derzeit sind. Wir haben sogar heute noch Firmen, die verteilt von zu Hause arbeiten. Und wir glauben aber auch, dass es wichtig ist, die Leute immer mal wieder zusammenzuholen. Insofern
haben wir viermal im Jahr treffen wir uns dann in Berlin und bringen alle zusammen und die Programmierer müssen zeigen, was sie in der Zeit geschafft haben. Und ihr wisst es, ihr seid selber Programmierer. Programmierer gegen andere Programmierer, das ist Competition. Und jedes Mal, wenn wir quasi diese Review-Prozesse haben und mit den Firmen arbeiten, sind wir völlig begeistert, was die in nur 3 Monaten geschafft haben. Jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt. Eine Menge, aber es ist halt der Fluss. Lass uns da später nochmal reingucken, was ganz konkrete Beispiele sind, die ihr jetzt in eurer Hack-Forward-Familie an Bord habt. Aber was ist jetzt deine Rolle in der Firma eigentlich, um das mal zu beschreiben, was jetzt dein unternehmerischer Beitrag ist für das Modell Hack-Forward? Also ich finanziere das Ganze. Das ist schon mal ein nicht gerade kleiner Betrag, den ich in sehr viele Firmen mit reingemacht habe. Ich bin so ein bisschen Außen- und Innenminister gleichzeitig. Ich bin sicherlich dabei, Hack-Forward, genauso wie ich das bei Xing gemacht habe, irgendwie bekannt zu machen, und habe mich dann riesig über die Einladung hier nach Karlsruhe gefreut, weil natürlich Karlsruhe für Leute, die ein bisschen im Bereich Technik unterwegs sind, schon immer so ein ganz klarer Hub war, wo extrem viel Talent auf einem kleinen Ort ist. Das heißt, ich reise viel rum, mache Networking für die Companies und mache sicherlich Hack-Forward bekannt. Meine innere Rolle bei Hack-Forward bedeutet letztendlich gemeinsam mit dem Board die Entscheidung zu treffen, welche Unternehmen finanzieren wir und welche nicht. Und dann kommt quasi diese spannendste Rolle für mich, mit den Unternehmern selber persönlich zu arbeiten, um das Produkt hinzukriegen. Ganz im Herzen bin ich so ein Produkttyp. Es einfach liebt, Dinge auszutesten und so lange eine Sache zu drehen, bis es irgendwie richtig gut funktioniert. Okay. Das Xing, oder wie es ganz am Anfang zum Start heißt, Open Open Business Club, war ja eigentlich ein ganz anderes Modell oder Geschäftsmodell, eine andere Firma. Zum Endkunden, der zahlt ein monatliches Abo, warst du so in einer anderen Ecke. Und da nochmal später, also mir geht es so ein bisschen um das, wie du von einer Geschichte zur nächsten kommst und auf einmal da diese, wie es genannt ist, Passion entwickelst oder dafür hast und sagst so, jetzt bauen wir da was Erfolgreiches Neues auf mit der Richtung und wie es dann zu dem Wechsel eigentlich kam. Aber vielleicht kannst du auch nochmal eine Stufe zurück erzählen, wie es überhaupt zum Xing, zum Open Business Club damals kam, dass du da in dem Geschäft das tatsächlich durchgehalten hast und das zu so einem großen Netzwerk wurde. Also die Antwort ist ziemlich einfach. Ich habe mehr richtig als falsch gemacht. Okay. Aber wenn ich so ein bisschen früher anfange, ich bin seit 89 irgendwie im Internet noch mit dabei. Das heißt, ich habe die Geburtsstunde vom World Wide Web mitbekommen und konnte mal sagen, dass ich alle Webserver der ganzen Welt kenne. Das war ein Unterverzeichnis bei Stanford University von Jerry Yang, und der hat diesen Katalog aufgebaut, Yahoo. Und das war noch während meiner Schulzeit. Also ich bin jetzt 35, insofern könnte so ein bisschen Mathematik könnte ganz gut sagen. Das heißt, ich war ziemlich früh mit dabei und war einfach fasziniert von den Möglichkeiten, die man in einer vernetzten Welt hat. Und Xing war letztendlich mein drittes Unternehmen. Ich habe es geschafft, einen Tag zu studieren und habe dann wieder aufgehört, weil ich glaube, ich an dem Tag was sehr Wichtiges gelernt habe. Ich dachte, dass es fast wichtiger ist, die besten Leute in sein Team zu bekommen, als irgendwie selber alles zu können. Und das war ein langes Gespräch, was ich mit dem Dekan Wirtschaftswissenschaften Witten-Herdecke hatte, der quasi mich gefragt hat, warum möchte ich eigentlich studieren? Und ich habe ihm erzählt, ich brauche ja mikro- und makroökonomische Zusammenhänge, muss ich ja verstehen. Ich muss ja irgendwann meine eigene Bilanz schreiben können, wenn ich dann mein Unternehmen starte. Und er sagte, so ein guter Finanzer, der kostet so 60.000 Mark. Und das war eigentlich so dieses Schlüsselerlebnis, was ich dann hatte. Ja, ich muss eigentlich gar nicht alles selber können. Wenn ich die Leute für mich begeistern kann, für mich und meine Ideen zu arbeiten, habe ich die erste Firma gegründet, die gibt es heute noch, Politik Digital in Berlin. Dann habe ich festgestellt, dass alle Leute um mich herum, die deutlich weniger Ahnung irgendwie hatten, riesige Millionenbeträge plötzlich bekommen haben für die dümmsten Ideen aller Zeiten. Und das war dieses kollektive Bewusstsein oder dieser Bewusstseinsmoment, New Economy, wo
wir alle glaubten und wirklich der festen Überzeugung war, dass wir die fundamentalen Regeln des Marktes außer Kraft setzen können. Es gibt kein Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern ein Umsatz-Verlust-Verhältnis. Und eine höhere Burn-Rate ist besser als ein positiv Cashflow. Und als wir in diesem nuklearen Endstadium dann plötzlich war und alles zusammenbrach, brach auch meine zweite Firma zusammen. Und ich würde mal sagen, dass das mit die beste unternehmerische Erfahrung aller Zeiten war. Das war für mich so ein MBA in Echtzeit, wo ich mit viel Geld fast alle Fehler machen konnte. Im Nachhinein weiß man, dass es ein Fehler war, die es irgendwie gab. Und dann habe ich sehr erfolgreich die Firma beim Amtsgericht angemeldet und bin dann 2 Monate Urlaub gefahren. Habe ein Buch gelesen, The Tipping Point von Malcolm Gladwell, was ich jedem nur empfehlen kann. Auch die ganzen anderen Bücher, die er geschrieben hat, Blink, Outliers und andere. Und habe eigentlich so festgestellt, dass ich so ein Connector bin. Ich kenne wahnsinnig viele Leute und ich bringe gerne andere Leute miteinander zusammen und ich helfe gerne anderen Leuten zum Erfolg. Und in dieser Grundmotivation habe ich eigentlich alle meine Firmen gestartet. Und Xing war einfach die Möglichkeit, die Kontakte der Kontakte kennenzulernen. Also die Leute, die ich um eine Ecke eigentlich entfernt kenne. Und dann, das war die Grundidee. Und daraus hat sich quasi dann irgendwann kam dann Tim O'Reilly an und nannte das ganze Web 2.0. Dann konnte ich irgendwie einfacher erklären, was ich eigentlich mache. Dann gab es irgendwann den Begriff Social Network. Dann wusste ich, wunderbar, ich baue eigentlich ein Social Network. Ja, und ein paar Jahre später habe ich das dann in die Börse gebracht. Und nach 6 Jahren, und wenn man ein Unternehmen von 0 Mitarbeiter auf 200 gebracht hat, von 0 Umsatz auf 35 Millionen und mit einer signifikanten EBITDA-Marge, dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, das waren jetzt so 3 Firmen in einer, jetzt muss ich eigentlich wieder das machen, was mir Spaß bringt. Und das ist halt mit Unternehmern, insbesondere mit Programmierern zusammenzusitzen und die Welt zu verändern. Und das war eigentlich der Übergang. Ja. Ich meine, wir sind ja hier unter der Überschrift How to Start a Company und Connected World zusammen. Und da geht es halt auch um so Feinheiten. Hinterher, wenn alles groß ist und wenn man ein dickes Portemonnaie hat, da kann man natürlich eine Menge machen. Genau, im Nachhinein heißt es dann immer Strategie. Ja, ja. Und aber jetzt am Start zum Beispiel mit dem Open Business Club, wenn du sagst, Mensch, das hat dich interessiert, Geschäft zu machen mit dem Kontakt des Kontakts, wird sicherlich wahnsinnig viele Leute am Anfang getroffen haben, die gesagt haben, wie will man damit jemals Geld verdienen? Und was mich so Kleinigkeiten, was mich da interessiert ist, wie du zum Beispiel, weil hier sind ja viele Gründer oder viele Leute mit Ideen, die auch was machen wollen, die machen eine Webseite, die machen eine Application und überlegen sich, wie kann ich damit dann irgendwann mal Geld verdienen? Und beim Xing ist das ja auch so eine Frage, so wie bist du mit dem Preis da rausgekommen, was es dann gekostet hat oder kostet und wie ging das quasi von der Stunde null auf eins, diesen Moment? Und auch vielleicht einen Ratschlag mitzugeben, wie man eigentlich startet. Ob hier jeder noch auf die Milliardenidee warten soll oder wirklich mal anfangen kann und wie. Also ich glaube, das Wichtigste von allem ist einfach, überhaupt etwas zu machen. Viele Leute laufen jahrelang schwanger mit irgendwelchen Ideen, aber setzen sie nicht um. Und von Idee bis zum Gang zum Notar war es bei ihm ja 1 Woche, wo ich quasi die Idee hatte, so quasi Online-Dating für Business und in meinem Kontaktnetzwerk die Kontakte der Kontakte zu sehen. Das waren irgendwie so diese 2 Ideen, die ich irgendwie hatte und die wollte ich zusammentun und war einfach der festen Überzeugung, dass das was Großes ist, was die Welt irgendwie braucht und was irgendwelche Probleme löst und was mir Spaß bringt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht mehr sofort ans Geld denkt. Geld ist mein Abfallprodukt aus leidenschaftlicher Arbeit. Das ist meine absolute Überzeugung. Und ich habe auch Xing nicht gestartet, um irgendwie reich zu werden. Das
den Börsenwert, den Xing jetzt hat, irgendwie von 300 Millionen Euro, hätte ich mir niemals erträumen können, dass es mal so groß wird. Ich habe das Ding gestartet, weil ich ein Problem lösen wollte, was ich selber hatte. Und da fängt es meistens an. Dann fragt man natürlich seine Family and Friends, auch Fools and Friends genannt, ob das irgendwie Sinn hat, was man da als Idee hat. Und man sollte ruhig offen mit seinen Ideen durch die Welt gehen und versuchen, so viel wie möglich Meinung einzuholen. Und ich glaube, ich habe so viel negatives Feedback bekommen. Und das war, man musste sich das nochmal vor Augen führen, das war 2003, das war nach dem Platzen der Internetblase, wo jeder eigentlich wusste, dass Internet nicht funktioniert. Und dann kommt dieser Überzeugungstäter, wie ich hier einer bin, an und sagt, ich mache jetzt was Neues. Das war eigentlich ein Widerspruch in sich. Und man braucht diese ausreichende Beratungsresistenz und noch ein dickes Fell, dass obwohl man negatives Feedback bekommt, es dennoch macht. Und selbst wenn alle Leute sagen, das ist absoluter Schwachsinn, sollte man das einfach mal versuchen, wenn man daran glaubt und wenn man die Idee hat, damit irgendwelche Probleme zu lösen oder neue Märkte zu kreieren. Das sind immer diese zwei Ebenen. Und gerade in Deutschland wird ja immer, gibt es ja diese ganz vielen Vorträge, die immer Chancen und Risiken heißen. Chancen und Risiken, Solarenergie oder was weiß ich. Und das ist so typisch in Deutschland, dass wir immer versuchen, beide Seiten zu beleuchten. Und ich bin jemand, der diese zweite Seite völlig ausblendet. Ich denke 100% in Chancen. Das Interessante ist, je mehr man in Chancen denkt, desto größer werden sie. Je mehr man in Risiken denkt, desto größer werden die. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ein eigenes Unternehmen startet, wird immer geringer. Und es gibt tausend Gründe, warum Unternehmen nicht funktionieren können. Und man muss es halt einfach dennoch machen. Ja. Und ich glaube, was danach so ein bisschen gekommen ist, ist, dass ich natürlich ganz viele Leute irgendwie kannte. Ich habe 1000 Leute angeschrieben, meldet euch hier mal an, ohne zu sagen, was es ist. Und 471 Leute haben sich eingetragen. Also die Mehrzahl hat es nicht getan. Und von der Mehrzahl oder von den ganzen Leuten habe ich mehr Antworten eigentlich gekriegt, als von den Leuten, die sich registriert haben. Die wollten nicht wissen, was es ist. Die sagten, okay, wird schon irgendwas Sinnvolles sein. Aber die ganzen anderen, die geschrieben haben, oh, warum nochmal, du hast gerade eine Firma irgendwie in die Insolvenz getrieben. Bist du dir wirklich sicher, willst du nicht einen Job irgendwie haben? Hier, kannst du hier anfangen und... Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass du auf dem richtigen Pferd bist. Also wenn du so zumindest 50-50 irgendwie hinkriegst. Und wenn man ein Unternehmen startet, muss es auch irgendwie einen sinnvollen Zweck haben. Und gerade in Berlin, wenn ich nach Berlin gehe, wird derzeit so viel Schrott finanziert, wo man sich wirklich fragt, wie kann man mit klaren Menschenverstand einer Idee, ich will jetzt nicht zu viele Beispiele nennen, ich sage lieber nichts, aber wie kann man da um Himmels Willen irgendwie 2 Millionen Euro reingeben? Dann sage ich mir, das kann doch irgendwie nicht sein. Und ich glaube, auch in Berlin und woanders werden wir demnächst eine Runde der Erkenntnis haben, dass nicht alles sinnvoll ist. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie den Faden gerade verloren. Ja, ein Fakt würde mich interessieren, also weil ich hier so viel mit den Gründern und mit neuen Konzepten dabei bin, was kann ich für sowas nehmen an Preis? Und also das einfach mal konkret mal mitzubekommen, wie kommt man bei sowas völlig Neuartigen, Xing, Open Business Club, mit einem Preis dabei raus? Also es war schon mal klar, dass manche Funktionalitäten kostenpflichtig sein sollten und manche nicht. Und das war nicht die Zeit, wo man irgendwie für Werbung im Internet irgendwie auch nur einen Pfennig Euro einsammeln konnte. Insofern war es mir klar, der eigentlich nur 30.000 Euro zur Verfügung hatte, dass die Nutzer irgendwie zahlen müssen. Und es gab
zwei Funktionalitäten, die komplett neu waren, quasi zu sehen, wen kenne ich um eine Ecke und wer war auf meiner Seite. Und das waren so die Momente, wo irgendwie jeder dachte, das ist eine neue digitale Information, die ist cool. Und deswegen haben sich ganz viele Leute eingetragen. Und lustigerweise war, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren, dass die ganzen Leute, die sich in der New Economy kennengelernt haben, sich aus dem Bild verloren haben, weil die ganzen Domains nicht mehr funktionierten, weil diese Firmen alle pleite gegangen sind. Und die haben sich eigentlich auf Xing alle wiedergefunden. Und dann war es natürlich die große Frage, was nimmt man dafür? Und das Wort Freemium, das kam ja alles später, insofern war es eigentlich eher so ein Gefühl, dass irgendwas kostenpflichtig sein sollte und was anderes nicht. Und alles, was Commodity ist, was andere Leute auch bieten, das sollte umsonst sein. Und neue Informationen, die mir helfen, irgendwas zu erreichen, die sollten kostenpflichtig sein. Und da hatte ich also ein bisschen diese Idee, diese quasi Online-Dating für Business. Und dann guckt man natürlich die ganzen Dating-Sites an und guckt, was die nehmen. Und das war so die Zeit von Elite-Partner, Parship und die alle so 40, 50 Euro im Monat quasi gekostet haben. Und dann sagte ich, naja, das funktioniert vielleicht nicht ganz. Obwohl ich der Überzeugung bin, dass das mindestens gleichwertig ist. Aber irgendwann überlegt man natürlich so quasi ein Businessmodell und denkt natürlich auch so im Sinne von Churn. Und im Online-Dating-Markt ist es ja quasi Ziel, irgendwann nicht mehr zahlender Kunde zu sein, weil man erfolgreich ist. Bei Xing ist es genau andersrum. Je mehr Erfolg ich habe, desto länger bleibe ich mit dabei und bleibe Zahler. Und Xing hat, glaube ich, noch heute quasi eine Retention, wenn man quasi einen Lebenszyklus von 3 Jahren nimmt, von 75%, die immer noch zahlen. Insofern ist es halt eher das Modell, je mehr Erfolg man hat, desto länger bleibt man mit dabei. Interessanterweise gibt es quasi auch bei den ganzen Online-Dating-Sites interessante Dynamiken von etwa 2% der Leute, die immer weiter zahlen, obwohl sie erfolgreich sind. Also solltet ihr Partner haben, die noch aktiv sind, in solchen Seiten einfach mal schauen, ob das vielleicht der richtige ist. Und dann habe ich irgendwann eine Studie gelesen, dass die Deutschen alle Preise unter 10 Euro wahrnehmen wie 10 Mark. Und insofern war dann der erste Preis, den ich so im Kopf hatte, 9,95 Euro. Und wenn man das jetzt aufs Jahr rechnet, sind es 120 Euro. Das fühlte sich irgendwie so ein bisschen zu viel an. Insbesondere, wenn der lokale Fitnessclub irgendwie damit wirbt, dass er irgendwie 99 Euro irgendwie kostet im Jahr. Und dann habe ich irgendwann das Manager-Magazin in der Hand gehabt. Und da stand dieser Preis von 5,95 Euro drauf. Und ich dachte, das sind Leute, die seit 20 Jahren irgendwie Erfahrung in Preisbindung haben. Oder Preisfindung, also nehme ich diesen Preis irgendwie. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte ich 6,95 Euro genommen, hätte ich dieselbe Conversion gehabt. Aber 5,95 Euro, das hörte sich einfach gut an. Und hat dann gut funktioniert. Aber ist ja ein extrem anderer Weg, als wenn wir jetzt zum Thema Vernetzung, wenn wir den letzten Tag, ganzen Tag drüber unterhalten und das große Flaggschiff Facebook da hat, was halt nichts kostet an den Endnutzer. Und auch wahrscheinlich jetzt erstmal nichts kosten wird. Wie siehst du das? Den Weg hättest du ja auch fahren können. Also etwas kostet immer Geld. Ja. Denn sonst kann man die Server nicht betreiben und ja, die Menschen nicht bezahlen. Das heißt, entweder zahlt man selber oder man ist selbst das Produkt, was verkauft wird. Und diese beiden Wege gibt es halt einfach. Und wir sind halt alle 900 Millionen Produkte, die bei Facebook registriert sind und jeden Tag verkauft werden. Das ist halt immer die Alternative. 2003 ging aber das nicht, weil einfach die Bereitschaft für Werbung überhaupt nicht da war. Und die Größe hätten wir auch nicht erreichen können, um so groß zu werden. Und wir hatten, es gibt zwei simple Strategien im Internet. Das eine ist GEM, das steht für Growth, Engagement, Monetization, das ist der klassische amerikanische Weg, wenn man einfach 20, 30, 40 Millionen Dollar auf der Bank hat. Da kann man bis zum geht nicht mehr Geld ausgeben in Wachstum.
Und wenn man dieses Wachstum gehabt hat, muss man das irgendwie nur noch schaffen, diese Nutzer vielleicht von diesem halbtoten Status in diesem mehr lebendigen Modus zu bringen. Und dann kann man die auch irgendwann monetarisieren. Da wir aber in Europa eine ganz andere Venture Capital Kultur haben, war meine Geschichte eigentlich Engagement, also Wachstum kann man nicht wirklich sagen, weil wir kein Geld für Marketing hatten. Also Engagement, Monetization, Wachstum. Also wir haben das Wachstum quasi immer finanziert mit dem Geld, was wir verdient haben. Und das war die einzigste Option, die wir hatten. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, dass Venture Capital, also in dem Bereich, dem ich jetzt bin, das völlige Gegensätzliche ist von Xing. Und ich lerne jeden Tag aufs Neue. Bei Xing war die Firma nach 90 Tagen Cashflow positiv. Und ist es seitdem. Wir haben negatives Working Capital bei Xing. Das ist ein sensationelles Geschäftsmodell. Die Leute zahlen im Voraus, man muss das mal ein bisschen verbuchen, aber man hat halt einfach eigentlich ausreichend Geld immer. Bei Venture Capital dreht sich das Ganze um. Das heißt, ich gebe wahnsinnig viel Geld aus, deutlich mehr, als ich das für jedes andere Startup, was ich selbst gegründet habe, je gemacht habe. Und ich hoffe, dass irgendwann Geld zurückkommt. Und bis dahin warte ich. Eine spannende neue Erfahrung. Es scheint ja in der Internetbranche immer so zu sein, dass ein Service erstmal kostenlos sein muss, damit es erfolgreich wird. Und dann als junger Gründer ist man ja schon irgendwie interessiert, dass man das dann irgendwann auch, ja, wie Sie schon sagten, monetarisiert. Wie ist da der Sprung zu schaffen? Also was raten Sie da dem jungen Startups? Also ich glaube, das ist extrem produktabhängig. Wie habe ich das bei Xing gemacht? Ich habe am ersten Tag an die Leute gebeten zu zahlen. Und am ersten Tag haben 2 Leute bezahlt. Das war einer der besten Tage, die ich je hatte. Und wenn man sich mal überlegt, das war ein grottenschlechter Service für ganz wenig Funktionalität, aber es haben dennoch 2 Leute bezahlt. Und der Preis ist ja de facto immer der gleiche geblieben. Insofern, wenn man sich jetzt überlegt, dass das Netzwerk exponentiell der Wert des Netzwerks steigt exponentiell mit der Anzahl der Leute. Das ist auch der Grund, warum Facebook ist wahrscheinlich wirklich 100 Milliarden wert ist. Und ich bin der Meinung, dass es mindestens so groß wird wie Google. Da steigt der Wert mit der Anzahl der Leute. Große Unterschiede Business to Business und Business to Consumer. Business to Consumer sind Modelle, die ich finanziere, Business to Business nicht, weil die Sales-Zyklen extrem lang sind und man kann das eigentlich nicht beschleunigen, weil man immer für andere in Abhängigkeit anderer ist. Im Konsumentenbereich kann man sehr viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig probieren, das ist das Tolle am Internet. Du kannst bis zum Gehtnichtmehr AB-Testing machen und einfach gucken, was funktioniert besser. Funktioniert das Freemium-Modell besser oder wenn ich die Leute sofort bitte zu zahlen? Das ist ja das Tolle, durch Social Media und durch ein bisschen Geld, was man in Advertising bei Google packt, kann man eigentlich heutzutage Produkttests völlig anders fahren. Also früher musste man eigentlich das Produkt immer bauen. Heutzutage haben wir gerade bei Hack Forward meistens den Weg, und dass wir einfach 1.000 Euro nehmen, das in Google AdWords ausgeben und einfach 2 Landingpages aufsetzen mit unterschiedlichen Namen, unterschiedlichen Offerings. Und man kann sofort ausrechnen, was funktioniert besser, was will der Kunde und wofür wäre er bereit, in irgendeiner Form zu zahlen. Das heißt, alles messen, was es irgendwie nur geht und einfach gucken, was passiert. Freemium ist sicherlich der einfachste Weg. Und wenn man Freemium kombiniert mit, die Nutzer können es umsonst haben, wenn sie irgendwelche Dienstleistungen machen, Klammer auf einladen, dann ist man eigentlich schon immer ganz auf einem guten Weg. Aber nochmal, du musst ein Problem lösen, sonst kriegst du überhaupt kein Geld. Und du musst irgendwie neue Informationen liefern, die vorher nicht verfügbar waren. Also das 5. MeToo, das ist so uninteressant wie nichts anderes. Aber wenn du wirklich was radikal Neues machst, da liegt das Potenzial.
Hallo, ich wollte fragen, was Sie von Crowdfunding halten, also wie Kickstarter oder ich weiß nicht, ob es noch Alternativen gibt. Also 100 Millionen Dollar haben recht, die vermittelt wurden. Kickstarter finde ich ein sensationelles Projekt. Ich weiß noch nicht, ob, und man muss die ganzen Crowdfunding-Plattformen auch wirklich unterscheiden. Es gibt Crowdfunding, wo man einfach nur will, dass das Projekt irgendwie finanziert wird und man dann hat keine Anteile. Und es gibt viele Crowdsourcing-Modelle, wo man plötzlich irgendwie Anteile hält. Ich glaube, dass das erste deutlich erfolgreicher ist als das zweite. Denn beim ersten, bei Kickstarter und solchen Projekten geht es einfach darum, dass man irgendwie will, dass irgendetwas existiert. Ob es das Spiel ist oder diese sensationelle Uhr. Da kommt Leidenschaft zusammen mit Leuten, die einfach sagen, ich will das einfach bauen. Und mir kommt es nicht darauf an, auf ein geregeltes Einkommen, sondern ich will das einfach machen, weil das cool ist. Bei diesem zweiten, das ist eigentlich der Ersatz von Family and Friends. In meinen Augen Family and Friends, Fools and Friends, weil man da einfach keinen Mehrwert kriegt. Und insofern gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du ein Unternehmen finanzieren kannst. Der Weg, der auf keinen Fall funktioniert, ist die Bank. Der Weg, der höchstwahrscheinlich funktioniert, aber früher oder später sensationellen Druck auslöst, ist Familie. Dann gibt es höchstwahrscheinlich dieses Crowdfunding, was dem sehr gleichkommt. Dann gibt es Business Angels, was in meinen Augen immer die beste Variante ist. Dann gibt es irgendwie Hack Forward, weil wir irgendwie alles anderes machen. Und dann gibt es Venture Capital. Spielen wir das einfach mal durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei Venture Capital Geld kriegst, ist fast so groß wie bei der Bank. Weil die wollen einfach sehen, dass du Traction hast, dass du Nutzer hast, dass du irgendwie wächst. Und letztendlich darf man Venture Capital, ist das Wort insbesondere in Deutschland, dieses Venture, ist eher Risk Averse Capital gleichzusetzen. Weil Dinge, die keinen Markt haben, werden ungern finanziert. Und Venture Capital macht dann eigentlich immer am meisten Sinn, wenn du weißt, wie es funktioniert und du einfach nur noch wachsen willst. Und insbesondere diese Nutzerakquisitionskosten kalkulieren kannst. Und das Tolle am Marketing ist ja, dass man diese ganzen Marketing-Fuzzis eigentlich gar nicht mehr braucht. Weil Internet kannst du alles berechnen. Du weißt ganz genau, was der Nutzer kostet. Es gibt unterschiedliche Channels. Du kannst genau berechnen, wo habe ich sofort einen Return of Investment, wenn ich einen Nutzer kaufe. Wenn das funktioniert, kann ich das einfach so fast endlos beliebig skalieren. Und dafür lohnt es sich halt einfach, ein großes Polster zu haben, sprich Venture Capital. Hack Forward gibt dir die Möglichkeit, ein Jahr nicht ganz in Ruhe, sondern mit viel Unterstützung und den besten Leuten zu arbeiten und wirklich zu lernen. Diese Fools and Friends, das ist wirklich gefährlich, weil du bekommst zwar ein bisschen Geld, aber du hast nicht ausreichend Geld, um dieses Jahr durchzuhalten. Und du brauchst quasi, es ist ein Unterschied, ob du ein Projekt machst oder eine Firma starten möchtest. Und für ein Projekt reichen dir 20.000, 30.000 Euro. Wenn du daraus aber auch eine Firma machen willst, brauchst du eine Anschlussfinanzierung, die kriegst du nicht von Family and Friends und bleibst quasi immer ewig klein. Es gibt ganz wenig Modelle, die es eigentlich geschafft haben. Insofern würde ich den Weg versuchen, nicht zu gehen, sondern wirklich den Weg über Business Angels oder Leute, die ausreichend Kapital geben, aber davon dann auch ausreichend proportional am Unternehmen mitbeteiligt sind. Und das ist das, was wir in Deutschland lernen müssen. Das ist dieses klassische Modell, mir gehört 100% der Firma und das mein Leben lang und irgendwann vererbe ich das an meine Kinder, dass das halt out of date ist. Das gibt es nicht mehr. Man muss sich damit anfreunden, dass 20-30% anderen Leuten gehören. Und das müssen möglichst die besten Leute sein, die du irgendwie finden kannst. Ja, Lars, danke. Vielen, vielen Dank. Und du bist ja hier auch noch im Flur unterwegs.